Herzlich willkommen zum ROECS Videopodcast. In der heutigen Ausgabe ist Diplom-Ingenieur Stefan Haas, Vorstandsvorsitzender des TÜV Austria, bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Haas. Ja, ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen sein darf, Herr Kader. Sehr schön, dass es heute geklappt hat. Freue mich sehr. Ja, erste Frage, Standardfrage. Ich würde Sie bitten, vielleicht könnten Sie sich ein bisschen vorstellen, vielleicht könnten Sie uns aber auch ein bisschen was über den TÜV Austria erzählen. Ja, sehr, sehr gerne. Also mein Name ist Stefan Haas. Über meinen Werdegang möchte ich gar nicht viel erzählen. Viel lieber erzähle ich Ihnen über die TÜV Austria Gruppe. Warum ist mir das ein besonderes Anliegen? Wir sind in diesem Jahr 150 Jahre alt. 150 Jahre, so alt wird typischerweise nicht jedes Unternehmen. Und wenn man 150 Jahre alt wird, bedeutet das, irgendetwas muss man richtig gemacht haben. Man muss sich mit irgendetwas beschäftigen, das offensichtlich ein Megatrend ist, sonst wäre das nicht über 150 Jahre erfolgreich geblieben. Und wenn ich das erzählen darf, dann ist es eine recht simple Erfolgsgeschichte. Unser Thema ist nämlich das Thema Sicherheit. Wir sind vor 150 Jahren gegründet worden, um die Dampftechnologie sicher und verfügbar zu machen. Und dieses Thema Sicherheit ist unser Leib- und Magenthema geblieben bis in die heutige Zeit. Allerdings nicht mehr nur Dampftechnologie, sondern eigentlich fast jeder technische Bereich, den Sie sich vorstellen können, alles, was mit Sicherheit zu tun hat, ist unser Leib- und Magenthema geblieben. Und nach der Maslow'schen Bedürfnispyramide wissen wir, also gleich nach den Grundbedürfnissen ist was das größte Bedürfnis des Menschen? Es ist die Sicherheit. Deswegen sind wir in einem Megatrend unterwegs und auch zuversichtlich, dass wir die nächsten Jahre, Jahrzehnte ebenfalls erfolgreich sein werden. 150 Jahre, unglaubliche Zeit, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Welche Art von Innovation es in dieser Zeit alleine gegeben hat, und Sie waren mittendrin, nicht nur dabei. Wenn man sich den TÜV Austria heute anschaut, vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen über, was sind denn die Geschäftsbereiche, in denen Sie tätig sind. Sie haben gesagt, Sicherheit, ja, aber Sicherheit hat ja viele, viele Aspekte. Ja, sehr gerne, Herr Kader. Das Thema Sicherheit ist das Leib- und Magenthema geblieben. Wir sind, wenn Sie so wollen, ein Kind der ersten industriellen Revolution mit einführender Dampftechnologie, aber wir haben alle industriellen Revolutionen mitgemacht und nur nicht erlitten, sondern wir waren immer federführend mit dabei, weil wir uns als Wegbereiter, Wegbegleiter neuer Technologien verstehen. Und heute ist das halt nicht nur die Dampftechnologie, sondern eigentlich von der Mikroelektronik über die Computertechnologie, die vernetzte Welt, das sind heute die großen Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Aber ich darf es vielleicht so charakterisieren. Wir haben fünf Schwerpunkte, die unser Unternehmen als Arbeitsinhalt hat. Das eine ist Prüfen. Das ist etwas, das Sie mit einem TÜV jedenfalls in Verbindung bringen würden. Das zweite ist Inspizieren. Das dritte ist Zertifizieren. Auch das hätten Sie höchstwahrscheinlich erwartet. Aber, und das ist ganz wichtig, wir sind auch im Bereich der Aus- und Weiterbildung tätig, und zwar sehr, sehr intensiv und maßgeblich. Und wir sind auch in der Beratung tätig. Und ich darf das vielleicht kurz ausführen, warum das wichtig ist. Aus- und Weiterbildung ist deswegen wichtig, weil wenn Sicherheit das große Thema ist, das wir verbessern wollen, dann ist die beste Möglichkeit, Sicherheit zu erzielen, die Leute entsprechend zu schulen, zu qualifizieren, Kompetenz zu vermitteln. Deswegen ist uns das ein großes Anliegen. Und das Thema Beraten ist es deswegen, weil für unsere Kunden ist es manchmal nicht unbedingt ideal, am Ende eines Entwicklungsprozesses festzustellen, dass das Ergebnis eben nicht entspricht, aus irgendeinem Grund. Viel besser wäre es, am Anfang des Prozesses die notwendige Unterstützung zu bekommen, dass man es gleich richtig macht. Das ist der Grund, warum wir uns eben auch mit dem Thema Beratung beschäftigen, und in einer komplexen, teilweise sehr schwierig, unübersichtlich gewordenen Welt ist es immer gut, wenn man einen kompetenten Wegbegleiter hat, und als ein solcher verstehen wir uns. Die Welt ist mein Stichwort, das ich gerne aufnehme. Jetzt habe ich gesehen, gelesen, Sie sind ja nicht nur in Österreich tätig, sondern weltweit, und das ist ja durchaus für österreichisches Unternehmen bemerkenswert, sich so über die ganze Welt auszubreiten. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was zur internationalen Tätigkeit des TÜV Austria, ein cooler Name, wenn man international tätig ist, noch ein bisschen was erzählen. Sehr, sehr gerne, Herr Kahr. Zunächst einmal darf ich korrigieren, wir sind nicht weltweit tätig. Wir versuchen bescheiden zu bleiben, und deswegen möchte ich das an der Stelle korrigieren, weil das sind wir nicht und das ist auch nicht unser Anspruch. Wir bezeichnen uns als ein internationales Unternehmen. Was heißt das konkret? Wir sind heute in 30 Ländern dieser Erde tätig, mit mittlerweile
glaube ich, 58 Gesellschaften. Das ist eine ganze Menge, aber es ist eben nicht weltweit, sondern international. Unsere Schwerpunkte sind Europa, insbesondere Mittel- und Süd-Südosteuropa, der Mittlere Osten und Zentralasien, Fernostasien. Das sind die geografischen Regionen, die uns interessieren, in denen wir sehr intensiv tätig sind. Wir sind natürlich ein österreichisches Unternehmen, das ist uns auch wichtig, immer wieder zu sagen. Das ist nicht nur in Österreich gegründet, sondern voll und ganz im österreichischen Besitz. Der Besitzer der Unternehmensgruppe ist auch der Verein, Technischer Überwachungsverein Österreich, also wirklich ein österreichisches Gewächs, aber wir sind Mitte der 90er Jahre dann in die Internationalität gegangen. Begonnen haben wir mit Griechenland und Deutschland und haben uns dann entsprechend über die Jahre immer weiter international ausgebreitet, mit dem Hintergedanken, unsere Kunden sind damals alle international geworden. Die haben Österreich verlassen, internationale Standorte gegründet und wir sind einfach gefragt worden, könnt ihr uns nicht helfen dabei bei dieser Reise? Wir brauchen jemanden, der uns vor Ort unterstützt. So hat das begonnen. Heute hat das eine ganz andere Dynamik. Die Welt ist, wie man so schön sagt, ein Dorf geworden. Den Bedarf an Sicherheit gibt es rund um den Globus. Und in den angesprochenen Geografien versuchen wir eben unseren Beitrag zu leisten. Das tun wir auch mittlerweile mit fast 2700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und es werden nicht stündlich mehr, aber es werden immer mehr. Und wir streben an, dass wir so jedes Jahr etwa 10% wachsen, sowohl was die Mitarbeiter betrifft als den Umsatz. Also rechnen Sie mit uns, dass die Internationalität noch ein bisschen breiter wird. Aber weltweit werden wir nicht agieren, das ist nicht der Anspruch. Wenn man sich die letzten zwei Jahre anschaut, die Corona-Pandemie anschaut, die hat ja in vielen Bereichen, ob es jetzt in der Wirtschaft ist, in der Gesellschaft ist, tiefe Spuren auch hinterlassen und hinterlässt noch immer tiefe Spuren. Wie ist es denn dem TÜV Austria damit gegangen mit der Corona-Pandemie? Ja, das ist eine spannende Frage. Da muss man ein bisschen ausholen, fürchte ich. Zunächst einmal möchte ich sagen, die letzten zwei Jahre waren eine faszinierende Zeit, aus verschiedenen Blickwinkeln heraus. Wie die Pandemie begonnen hat, hatten wir eine Situation, mit der niemand gerechnet hat. Um ehrlich zu sein, und ich habe mich da mit vielen Unternehmenslenkern unterhalten, niemand hatte das auf dem Radar. Also niemand war auf das vorbereitet und das ist erstaunlich, ja, weil in unserer Profession, also prüfen, inspizieren, zertifizieren, reden wir mit unseren Kunden auch viel über Risikomanagement und Business Continuity, diese Themen. Deswegen wäre es eigentlich zu erwarten gewesen, dass man solche Dinge sozusagen im Radar hat und dass man darauf vorbereitet ist, ist aber so nicht gewesen. Das war erstaunlich. Also nicht nur uns ist es so gegangen, sondern eigentlich allen. Eine neue Situation mit völlig unbekannten Randbedingungen und vor allem unbekannten Ausgang. Und wenn Sie mit sowas konfrontiert werden, haben Sie immer zwei Möglichkeiten. Entweder Sie stecken sozusagen den Kopf in den Sand und versuchen, das irgendwie wegzudrücken. Keine gute Strategie, um ehrlich zu sein. Oder Sie greifen das Thema aktiv auf und managen eben diese Situation. Und ich bin ein Mensch, der ganz, ganz fest an Opportunitäten glaubt. Und für mich war von Anfang an klar, jede Krise ist auch eine Chance. Und diese völlig neuen Randbedingungen werden auch neue Möglichkeiten bieten für die Unternehmensgruppe. Damit möchte ich nicht sagen, dass es für uns leicht war, insbesondere die ersten drei Monate, also das zweite Quartal 2020, waren eine große Herausforderung, um die Sorge natürlich getragen, dass die Mitarbeiter gesund bleiben an erster Stelle. Wie wird es uns gehen? Werden wir liquide genug bleiben als Unternehmensgruppe? Werden wir alle Arbeitsplätze behalten? Das sind so die Fragen, mit denen sie sich da beschäftigen. Und nach diesen Prioritäten haben wir auch gehandelt. Und das Schöne war zu sehen, dass es im Unternehmen gelungen ist, dass eben alle wirklich zusammenrücken, dass man die Situation nicht als schlimme Katastrophe gesehen hat, sondern als eine Situation, mit der wir halt gemeinsam als Unternehmen fertig werden. Und das haben wir auf eine wirklich ganz großartige Art und Weise gemacht. Und es war auch ein Beschleuniger für Veränderungen, auch im Unternehmen. Darf ich Ihnen vielleicht ein Beispiel weitergeben? Wir sind im Aus- und Weiterbildungsbereich sehr intensiv tätig, gerade auch im Markt in Österreich. Und freue mich sehr, das darf ich an der Stelle vielleicht auch gleich erwähnen, wir sind
für das Jahr 2021 ausgezeichnet worden als der beste Seminaranbieter Österreichs. Mhm. Von allen. Und das ist, denke ich, eine Besonderheit, die nicht unerwähnt bleiben soll. Zeigt also für uns ist das wirklich ein ganz entscheidendes Thema. Aber im zweiten Quartal 2020 war unsere Akademie behördlich geschlossen. Und wir haben festgestellt, dass eine von den Grundannahmen, die in unserem Geschäftsmodell implizit mit dabei waren, einfach nicht mehr da waren. Nämlich die Kunden können nicht mehr kommen. Was macht man dann? Was man dann macht ist, das ist zumindest das, was wir gemacht haben, man muss halt versuchen, das zu virtualisieren, wie es so schön heißt. Das heißt Online-Trainings, Webinare, in weiter Folge dann E-Learnings, hybride Trainings und haben praktisch unseren gesamten Seminarkatalog umgestellt auf die Methode eben des virtuellen Lernens. Und das war natürlich kein vollständiger Ersatz, aber es hat zu einem enormen Technologiewechsel geführt und der ist auch geblieben. Also wenn Sie heute unser Akademieportfolio anschauen, werden Sie feststellen, ja, die Leute kommen wieder, auch körperlich, um Seminare zu hören, aber ein gewisser Anteil an hybriden Trainings, virtuellen Trainings ist geblieben und er hat uns letztlich dann geholfen. Deswegen war für uns das letzte Jahr, 2021, das beste Jahr, das wir jemals im Aus- und Weiterbildungsbereich hatten. Warum? Wir hatten 2020 unsere Hausaufgaben gemacht und 2021 dann bereits davon profitiert. Zweites Beispiel, ebenfalls für unser Geschäft eine intrinsische Annahme, wir können zu unseren Kunden und können dann prüfen, inspizieren, zertifizieren. Das ging nicht mehr. Man konnte dort nicht mehr hin. Was macht man dann? Dann muss man eben remote arbeiten. Wenn Sie remote arbeiten wollen, brauchen Sie Technologien. Die müssen Sie verfügbar machen. Und das war am Anfang auch eine schwierige Übung. Wie macht man das? Wie können Sie eine Anlage aus der Ferne sozusagen inspizieren? Und da haben wir eben neue Technologien mit ins Unternehmen gebracht und auch die sind geblieben. Zwar anders, als man das vielleicht am Anfang gedacht hat, aber sie sind geblieben. Zum Beispiel, wir sind in Österreich sicher das größte Prüfinstitut, wenn es um zerstörungsfreie Prüfung geht, zerstörende Prüfung oder auch elektromagnetische Verträglichkeit. Wenn ein Kunde heute bei uns eine elektromagnetische Verträglichkeit prüfen lässt, zum Beispiel von einem Gesamtfahrzeug, einem PKW, Geländewagen oder was auch immer, da war es früher so, da mussten Scharen von Techniker kommen, für 2 Wochen waren die dann alle hier und haben dann beigewohnt, was da für Tests stattfinden, damit sie eben eingreifen können. Das müssen sie heute nicht mehr, sondern da gibt es eine Live-Übertragung aus der EMV-Halle und die können zu Hause bleiben, also zu Hause, verzeihen Sie bitte, in ihrem Büro und können das aus der Ferne mitverfolgen, müssen also nicht ihren ganzen Tag hier verbringen, sondern eben nur mehr gewisse Zeitscheiben. Für unsere Kunden ein enormer Vorteil, enormer Produktivitätsgewinn und das ist etwas, das ist halt geblieben sozusagen aus der Pandemie, aus der Krise und zeigt, also jede Krise hat auch Chancen, wenn man sie versucht zu nutzen. Und diese Technologien, die neu mitgekommen sind, wir hätten uns das vorher nie vorgestellt, dass das so schnell geht. Also wenn Sie mich 2020 im ersten Mal gefragt hätten, wie lange würde das dauern, das Akademieprogramm zu virtualisieren, ich sage, na so, boah, 1,5, 2 Jahre. Wir haben das, glaube ich, in 8 Wochen fertig gehabt. Mhm. Das ist etwas, das halten Sie nicht für möglich, wenn Sie nicht in der Situation sind. Insofern ist diese Disruption teilweise auch etwas, das wirklich gut ist und diese Krisen sind dann Beschleuniger, massiver Beschleuniger. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Vielleicht noch ein Beispiel, wie es dann geheißen hat, die Mitarbeiter sollen nicht mehr kommen, wegen der Ansteckungsgefahr, alle sollen von zu Hause arbeiten. Das sagt sich ja leicht. Ihnen als IT-Experte muss ich das ja nicht erklären, dass das ja enorme Konsequenzen hat. Hat überhaupt jeder ein Gerät, das er mit nach Hause nehmen kann? Hat er überhaupt einen Zugang zum Netzwerk? Ist er überhaupt sicher? Und wir mussten sozusagen in 48 Stunden alle unsere Mitarbeiter mit einem Gerät ausstatten, mit einem sicheren Zugang ausstatten und es musste auch funktionieren. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Wir waren darauf so nicht vorbereitet. Wir hatten, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich, einen VPN-Zugang mit maximal 250 gleichzeitigen Zugängen. Das war immer völlig ausreichend. Mhm. Wir brauchten dann aber 750 gleichzeitig. In 48 Stunden, man muss man erst einmal zusammenbringen. Hätten wir auch nicht für möglich, ist aber gegangen, hat funktioniert. Und es hat so funktioniert, dass der Betrieb sicher möglich war. Und da sind wir auch stolz drauf. Und wenn es diese Krise nicht gegeben hätte, würden wir möglicherweise heute noch darüber diskutieren, wie machen wir das eigentlich?
Und insofern ist so eine Krise immer auch ein Helfer dabei, Dinge sehr rasch, sehr konsequent umzusetzen, auch wenn man sie für schwierig hält oder fast unmöglich. Es geht dann doch. Insofern ist jede Krise auch eine Chance. Wenn man jetzt Ihr Unternehmen, wenn man sich das anschaut, Sie bieten sehr, sehr viele Prüfungen an, Zertifizierungen an und so weiter, und das geht vielleicht auch ein bisschen mit den Innovationen, dann sitzt man ja auch in vielen Gremien, oder? Dann ist man ja auch beteiligt, bei Standards zu schaffen und so weiter. Können Sie uns vielleicht ein bisschen einen Einblick geben, wie funktionieren denn solche Prozesse? Wie werden denn Standards geschaffen? Wie kann man sich denn das vorstellen, was da passiert, bis eine gewisse Norm veröffentlicht wird? Das ist eine total spannende Frage, die auch in der Gesellschaft und auch in der Wirtschaft immer wieder sehr kontroversiell diskutiert wird. Also welchen Nutzen haben Normen? Ist das etwas, das hilft, oder ist das etwas, das schadet, das nur unnütze Barrieren aufbaut? Und da möchte ich schon einen klaren Standpunkt mit Ihnen teilen. Zunächst einmal, eine Norm ist eine freiwillige Selbstverpflichtung. Also da gibt es verschiedene, auf Neudeutsch würde man sagen, Stakeholder, die sich zusammensetzen und sich überlegen, auf was können wir uns denn verständigen? Wie soll denn das sein? Und das ist nicht etwas, das, wie soll ich sagen, staatlich verordnet ist oder wo es irgendwelche geheimen Mächte gibt, die sich dann überlegen, was könnte ich aushecken, damit es irgendwie schwierig wird, sondern genau das Gegenteil. Verschiedene Stakeholder setzen sich zusammen und finden einen Kompromiss, einen Konsens, auf welche technischen Standards man sich einigen kann. Und das hat einen echten Wert. Wenn Sie heute zum Beispiel mit Ihrem Mobiltelefon irgendwo ins Ausland fahren, völlig wurscht wo, Sie können damit telefonieren. Das können Sie deswegen, weil es einen Standard gibt für den Mobilfunk, für die Geräte. Wenn es das nicht geben würde, ist es undenkbar. Es funktioniert nicht. Und das Gegenbeispiel vielleicht, wenn Sie heute in einem Zug sitzen, der, machen wir mal ein Beispiel, der in Moskau losfährt, Sie können nicht bis hierher fahren, weil es eben keinen Standard gibt. Also weder für die Spurweite, noch für das Signalsystem, noch für die Spannungsversorgung. Das funktioniert eben nicht, weil das sind national staatlich gewachsene Strukturen, wo es eben keinen Standard gegeben hat. Also ein Standard hilft immer dabei, dass die Wirtschaft durchgängiger wird. Ein Standard baut immer Barrieren ab. Deswegen ist er grundsätzlich etwas Positives. So, das war als Vorbedingung, glaube ich, wichtig, damit Sie meinen Standpunkt sehen. Und wenn es eben so ist, dass man einen Konsens finden muss, dann ist das etwas, das bedauerlicherweise Zeit in Anspruch nimmt. Und deswegen geht der Normfindungsprozess eben nicht schnell, sondern der dauert seine Zeit. Also die Stakeholder müssen identifiziert werden, dann werden entsprechende Arbeitsgruppen gegründet unter den großen Normungsgesellschaften, die besprechen das miteinander, machen einen Vorschlag, der wird dann diskutiert, wird irgendwann einmal zur Abstimmung gebracht und am Ende dieser Übung wird dann irgendwann einmal eine Norm veröffentlicht. Und das ist ein Zeitraum, den das in Anspruch nimmt, der ist unterschiedlich, je nach Komplexität, aber mit 2 Jahren darf man schon rechnen. Es ist aber ein wichtiger Prozess, weil die Alternative zu, ich habe keinen Standard ist, jeder macht es anders und es gibt eben keine Durchgängigkeit. Und ein Hersteller ist dann in der Position, praktisch den Markt mit seinem Hausstandard, wenn Sie so wollen, dann zu dominieren und ein Handelshemmnis oder eine Markteintrittsbarriere für andere aufzubauen. Deswegen sind Standards als freiwillige Selbstverpflichtung für mich ein echter Mehrwert, ein Instrument, um eben einen durchgängigen Markt zu erzeugen und uneingeschränkt als positiv zu werden. Aber der Prozess nimmt eben Zeit in Anspruch. Diese Standards gibt es ja offline und online, sage ich mal salopp. Also auch das ganze Internet würde nicht funktionieren, wenn es keine Standards geben würde. Diese neuen Themen, diese Themen wie Industrie 4.0, Big Data, künstliche Intelligenz, 3D-Druck, was es alles gibt, automatisiertes Fahren, ja, irgendwelche smarten Lösungen. Das durchdringt ja mittlerweile alle Bereiche, vom Privat bis zur Wirtschaft. Wie sehen Sie denn den TÜV Austria in diesen hochtechnologischen Bereichen positioniert? Wie sehen Sie denn Ihre Zukunft in diesen Bereichen? Na klar, ich darf vielleicht anknüpfen an das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wir sind ein Kind der ersten industriellen Revolution und sind dort damals gegründet worden, um neue Technologie
sicher und verfügbar zu machen. Und genau das ist unsere Aufgabe auch jetzt. Nur die Technologien sind andere. Also Ihre Aufzählung, die Sie gemacht haben, ist noch nicht einmal vollständig, aber alle diese Themen werden Sie bei uns finden. Also mit denen beschäftigen wir uns sehr, sehr aktiv. Warum? Und das ist vielleicht ein Grundsatz, den Sie mir hoffentlich beipflichten werden, wenn eine neue Technologie sozusagen auftaucht, dann lässt sich die grundsätzlich niemals verhindern. Sie wird eingesetzt werden. Sie wird eingesetzt. Die Frage ist immer nur, unter welchen Randbedingungen. Und wird sie sicher eingesetzt oder wird sie nicht sicher eingesetzt? Und wir sehen unsere Aufgabe nicht, jetzt irgendwie Technologie zu verhindern, weil es ist per se nicht möglich. Das wäre ein völliger Unsinn. Sondern unsere Aufgabe sehen wir darin, die neue Technologie zu begleiten und sie sicher verfügbar zu machen. Und da gibt es jetzt viele Beispiele dafür. Sie hatten von künstlicher Intelligenz gesprochen. Da gibt es ja gerade in Europa die Bemühungen, halt den Artificial Intelligence Act fertigzustellen, der die Rahmenbedingungen dann regeln soll. Also da ist der Gesetzgeber schon dabei, darüber nachzudenken, wie kann man hier Rahmenbedingungen schaffen. Aber de facto wird die Technologie schon lange eingesetzt. Jetzt nicht unbedingt starke KI, aber Machine Learning Anwendungen finden Sie also zuhauf. Das heißt, die ist schon lange in Verwendung, die Technologie. Die Frage der Rahmenbedingungen wird jetzt erst sozusagen gestellt. Deswegen sind wir als Unternehmen mit dem Thema KI, insbesondere Machine Learning, seit einigen Jahren schon sehr, sehr intensiv unterwegs. Und was meine ich damit? A, wir verwenden diese Technologie selbst. Also für verschiedene Prüfverfahren, die wir als Unternehmen anwenden, für unsere Kunden, kommen heute Machine Learning-Algorithmen selbstverständlich bereits zum Einsatz, weil sie enorme Vorteile bieten. Und zum anderen beschäftigen wir uns auf der Forschungsseite sehr intensiv damit, insbesondere mit der Johannes Kepler-Universität in Linz. Und wir sind heute das erste und immer noch einzige Unternehmen, das ein Zertifizierungsschema anbietet für KI, allerdings wenn im Moment auch nur für einfache Anwendungen von Machine Learning. Warum? Weil letztlich geht es immer um Vertrauen. Vertrauen, dass Verbraucher haben dann in Technologien, die eingesetzt werden. Und Vertrauen muss auch immer begründet sein. Und deswegen beschäftigen wir uns sehr intensiv damit, wie kann man denn eine KI so bewerten, dass man ihr letztlich dann vertrauen kann. Dass sie das tut, was man von ihr möchte und andere Dinge letztlich eben nicht, und deswegen sind wir bei dem Thema sehr, sehr intensiv mit dabei. Und dazu muss man an vorderster Front kämpfen. Da können Sie nicht darauf warten, bis es einmal einen Standard gibt, weil das wird noch Jahre dauern, fürchte ich, sondern Sie müssen jetzt dabei sein, weil die Technologien werden heute bereits eingesetzt und das ist die Rolle, die wir einnehmen. Wenn es um Industrie 4.0 geht, ist es genauso. Da haben wir vor, ich glaube, 4 Jahren ist es her, begonnen, uns mit dem Thema kollaborative Roboter zu beschäftigen. Warum? Diese Technologie ist aufgetaucht, sie wurde am Markt zur Verfügung gestellt, aber es gab kein Rahmenwerk dafür. Es gab keine Normen, keine Vorgaben, sondern die Technologie war da, sie wurde eingesetzt, aber mit dem Thema Sicherheit hat man sich da noch nicht beschäftigt und diese Lücke haben wir geschlossen. Und dann müssen Sie halt in die neue Technologien eindringen. Sie müssen halt, auch wenn es keinen Standard gibt, sich mit den Risiken vertraut machen und dann letztlich ein Rahmenwerk zur Verfügung stellen für Kunden, die eine sichere Anwendung dann letztlich in der Industrie benötigen. Weil wir wollen, ich denke, da würden Sie mir beipflichten, ja, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sicher bleiben und insbesondere in solchen Technologien muss man eben die möglichen Gefahren dann aktiv beherrschen. Das ist die Rolle, die wir da einnehmen. Egal, ob das IoT ist, ob das KI ist oder Industrie 4.0 oder Internet Technologies, da muss man überall an vorderster Front dabei sein, sonst kann man letztlich Sicherheit nicht gewährleisten. Eine Frage hätte ich schon noch zum Thema IT-Sicherheit. Beschäftigt uns ja sehr. Nicht nur unser Unternehmen, denke ich auch insgesamt, ist IT-Sicherheit wahrscheinlich das eines der unternehmenskritischsten Aspekte geworden. Jetzt haben wir einen Hersteller in unserem Portfolio, die Firma Kaspersky, und ich habe gelesen, dass die Kaspersky Industrial Cyber Security vom TÜV Austria nach einer ISO XYZ-Norm, ich weiß die Zahl nicht. 62443. Sie wissen das, danke vielmals, zertifiziert worden ist.
Was ist denn da zertifiziert worden? Was kann man sich denn das darunter vorstellen als Anwender? Ich denke, IT-Security ist etwas, das muss ich Ihnen jetzt gar nicht erklären, das ist Ihnen mehr als geläufig. Es ist letztlich die Anwendung der IT-Security in einem OT-Umfeld. Maschinen sind heutzutage vernetzt. Das, was früher ein Computernetzwerk war, ist dann eine verkettete, vernetzte Produktionsanlage. Und Sie müssen bei einer Produktionsanlage dann nicht nur die funktionale Sicherheit beurteilen, das, was ein TÜV zum Beispiel seit Jahrzehnten schon intensiv macht, sondern es geht auch darum, in der Verkettung, in der Verbindung, letztlich auch mit dem Internet sicherzustellen, dass es keinen unzulässigen Eingriff von außen gibt, dass es keine ungewünschten Datenabflüsse gibt, dass es keine Störung gibt des Produktionsablaufs, da gibt es jede Menge neue Bedrohungen, die entsprechend beherrscht werden müssen. Und um dieses ganze Thema systemisch zu erfassen, wurde eine Normenfamilie letztlich entwickelt, die IEC 62443, die die Konzepte der IT Security, des Informationssicherheitsmanagementsystems, dann eben in die OT-Welt mit hinübertransferiert hat. Und was diese neue Normenreihe betrifft, sind wir in Europa, das darf man durchaus mit einem gewissen Maßen stolz sagen, also an vorderster Front mit dabei. Wir sind also für den gesamten Normenkatalog akkreditiert und sind ja in der Lage, unsere Kunden bei diesen neuen Herausforderungen auch wirklich zu begleiten. Und da geht es halt um alle Aspekte, also von dem systemischen Ansatz, wie kann ich ein Managementsystem aufstellen, betreiben und immer wieder verbessern, damit ich sozusagen das Ganze im Blick habe und wie kann ich dann auch in der Sache selbst bei einzelnen Anlagen, bei einzelnen Verkettungen das Thema Sicherheit entsprechend bewerten und hochhalten. Da gibt es eben eine ganze Reihe von verschiedenen Kapiteln in dieser Normenfamilie, die sich mit verschiedenen Themen befassen, aber es ist letztlich ein Ansatz, der das gesamte System, auch das Managementsystem, dann entsprechend betreiben und bewerten lässt. Es gibt viele Beispiele, nicht nur in der jüngsten Vergangenheit, wo Industriebetriebe lahmgelegt wurden, weil es Eingriffe von außen gegeben hat, die dazu geführt haben, dass die gesamte Industrieanlage praktisch außer Betrieb gegangen ist. Und das nicht nur bei produzierenden Fabriken, sondern auch bei Kraftwerken, bei Wasserversorgern, bei Pipelines. Es gibt verschiedene Beispiele dafür. Und heute müssen Sie davon ausgehen, wenn Sie eine Anlage betreiben, dann dürfen Sie nicht davon ausgehen, dass Ihnen nichts passieren kann. Sie müssen immer davon ausgehen, dass es irgendjemand gibt, der Ihnen schaden möchte. Und insbesondere bei kritischer Infrastruktur sind die Gefahren ganz besonders groß. Und deswegen ist es so wichtig, sich mit diesem Thema proaktiv zu beschäftigen. Ich danke Ihnen vielmals für den Besuch bei mir. Ich habe sehr, sehr viel erfahren. Vielen Dank für die Ausführungen. Großartige Geschichte. Ich glaube, Ihre Herausforderungen werden nicht weniger, aber das ist gut so. Danke vielmals für den Besuch bei mir. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Karl. War ein sehr nettes, angenehmes Gespräch. Vielen Dank und auch Ihnen alles Gute weiter. Dankeschön.